Wir sind eine Gruppe von vier Frauen, fünf Frauen, die seit 11 Jahren hier diese Galerie und Werkstatt zusammen betreiben. Galerie Nun, N-O-O-N, wie Hai Nun. Und auch seit 11 Jahren uns an der Langbuchnacht beteiligen. Weil es ja auch eine Öffnung ist, hier in unserer Umgebung, zu den Nachbarn, ein Anlass, Leute einzuladen. Und wir haben hier einen separaten Raum, in dem die Lesungen stattfanden. Also das war eigentlich ursprünglich wirklich eine Raumgemeinschaft und es war ganz ursprünglich gar nicht unbedingt angedacht, dass hier so eine Schmuckgalerie entsteht, sondern es war mehr ein Zufall, dass 5 Schmuckgestalterinnen dann zusammengekommen sind. Also und das war nämlich auch, eigentlich war das Anfangskonzept von uns 8, die angefangen haben, dass wir regelmäßig kulturelle Veranstaltungen organisieren. Das Einzige, was wirklich jedes Jahr stattgefunden hat, ist eben diese lange Buchnacht. Wir stellen eine Geschichte vor von Franz Hohler, die Rückeroberung. Franz Hohler ist ein Schweizer Autor und Kabarettist. Und auf diese Geschichte gekommen sind wir eigentlich wegen des aktuellen Durcheinanders auf der ganzen Welt, also Corona, der Virus, der die Welt auf den Kopf stellt. Und in dieser Geschichte, die Rückeroberung, passiert ein bisschen was Ähnliches. Allerdings betrifft das erstmal die reiche Bankenstadt Zürich. Da taucht irgendwann ein Adler auf, der da nicht hingehört. Und es werden immer mehr wilde Tiere. Das entwickelt sich dann in so eine Richtung, die ein bisschen vergleichbar ist mit dem, was hier passiert. Das ist dem was Positives entgegenzustellen, zu diesem, was da mit Corona passiert, aber so positiv ist es nun dann doch auch nicht. Und interessant ist, wie die Menschen mit diesem Phänomen umgehen, also dass da gibt es schon Parallelen zu dem, was hier gerade passiert. Der Roland Kretschmer, der hat für uns die erste, zweite und dritte Lesung, glaube ich, bestritten, vor eben auch über 10 Jahren. Das erste Mal haben wir das gesamte Alice im Wunderland vorlesen lassen von ihm, über 7 Lesungen. Er liest wahnsinnig toll und es ist immer wieder sehr, sehr schön, ihm zuzuhören. Der zweite Beitrag ist von Axel Ruoff. Der Axel, er hat hier auch schon mehrmals gelesen. Er hat den Roman Appetit gelesen und diesmal ist es ein neues Buch von ihm. Irrblock heißt das, Roman. Irrblöcke. Ein anderes Wort für Findlinge sind bekanntlich Gesteinsbrocken, die Gletscher während der Eiszeit südwärts getragen haben, wo sie Teil einer anderen Landschaft wurden und dennoch Fremdkörper bleiben. Sie sind von verschiedenen realen und imaginären Räumen und Zeiten geprägt, die sich auf ihnen überlagern und ablesen lassen, was der Roman zum Gestaltungsprinzip erhebt. Von ihm, der Vortrag, wird eine Autorenlesung sein. Ich habe es immer sehr genossen, wenn hier gelesen wurde, die Leute kamen, es war Neugierde da, es war eine Konzentration da. Und zu wissen, dass in der ganzen Umgebung Lesungen sind, dass die Leute unterwegs waren, also das war für uns, das ist einfach schön. Was mir noch speziell am Herzen liegt, der wahrscheinliche Verlust von Kisch & Co. Ich finde es unverschämt, dass Leute, die sind in London, reiche Leute, die auch kulturelle Arbeit mit ihrem Geld bezahlen und sich null dafür interessieren, wen sie da aus dem Haus rausschmeißen. Ich weiß nicht, ich finde es unglaublich, dass das möglich ist. Ja, und da steht's, Kisch & Co. bleibt.